Hallo, ihr anderen Raketen, ich bin's wieder, euer Markus, seid ihr grüßt. Und heute geht es um das Thema Instagram und die Frage, ob dieses Netzwerk für deinen Erfolg geeignet ist. Viel Spaß bei meinem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ja, Instagram. Derzeit eines der populärsten Netzwerke, neben 1, 2, 3, 4 anderen Netzwerken, aber es gehört zu den populärsten auf diesem Planeten. Es wird ja sehr, sehr häufig genutzt, um dir mal ein paar Zahlen mit an die Hand zu geben. Instagram hat derzeit circa 1 Milliarde monatlicher Nutzer, aktive Nutzer, und täglich nutzen 500 Millionen Menschen dieses Netzwerk. Das heißt also, wenn du Instagram nutzen willst, um letztlich ja dein Marketing voranzubringen, um es letztlich als Tool zu nutzen für deinen Weg, dann solltest du es definitiv mit auf die Liste nehmen, denn die Zahlen sind nicht gerade wenig, ja, das spricht für sich. Zudem kommt, wenn man den Statistiken glauben darf, dass Instagram eine höhere Engagement-Rate hat als zum Beispiel Facebook und Twitter. Ja, du kannst mir mal unten in die Kommentare schreiben, wenn du diese Netzwerke oder wenn du alle drei Netzwerke gleichzeitig nutzt, ob das tatsächlich so ist, ob du mehr Engagement auf Instagram hast als auf Facebook und auf Twitter. Würde mich einfach mal interessieren. Freue mich über deinen Kommentar. Machen wir weiter. Natürlich bietet Instagram noch weitere Vorteile. Ja, gerade wenn deine Zielgruppe eher so das jüngere Segment ist, das heißt also über 90% der Nutzer auf Instagram sind unter 35 Jahre alt. Das heißt, ähnlich wie bei TikTok, es ist letztlich so, dass du gerade die jüngere Generation ansprechen kannst. Dementsprechend oder nicht dementsprechend, sondern dem vorausgesetzt ist natürlich, dass deine Produkte, sage ich jetzt mal, in diesem Segment angesiedelt sind. Ja, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, wenn du zum Beispiel einen hochmodernen Krückstock anbietest, dann ist Instagram vielleicht nicht so dafür geeignet. Aber wenn du jetzt einen super Controller für Xbox, PlayStation, was auch immer erfunden hast, dann wirst du hier natürlich schon eher die richtigen Nutzer ansprechen können, um dein Produkt letztlich am Mann zu bringen. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass Instagram Shopping ins Leben gerufen hat. Das heißt, du kannst deine Produkte direkt über einen Shop auf diesem Netzwerk verkaufen. Das letztlich kann dazu beitragen, dass du ja die Kundenbindung und letztlich auch deine Umsatzsteigerung ein Stück weit vorantreiben kannst. Aber wenn wir jetzt gerade bei den Vorteilen sind, es gibt natürlich auch Nachteile. Ja? Dazu kommen wir aber gleich. Was hier natürlich ausschlaggebend ist, oder nicht ausschlaggebend, sondern was hier sehr, sehr wichtig ist, du solltest natürlich schauen, dass du dein Marketing und natürlich auch die Zielgruppenansprache dementsprechend anpasst. Ne? Ähnlich oder eigentlich ist es fast auf allen sozialen Netzwerken so, die wenigsten sind auf der Suche nach irgendwelchen Produkten oder irgendwelchen Problemlösungen. Das heißt, bedenke Push- und Pull-Marketing, wie sprichst du deine Zielgruppe an? Und wie präsentierst du letztlich deine Produkte? Das ist hier ganz besonders wichtig, denn jetzt kommen wir zu einem Vor- und Nachteil, also zu einem Punkt, der sowohl ein Vorteil oder und natürlich dann auch ein Nachteil ist. Instagram ist mit 1 Milliarde Nutzer monatlich und mit täglich 500 Millionen Nutzer sehr, sehr aktiv. Das heißt, du hast eine riesige Möglichkeit, international deine Reichweite aufzubauen. Das ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil. Denn wenn du Instagram nutzt, dann weißt du, dass es dir sehr visuell zugeht. Das heißt, hier öffnen sich enorm viele Möglichkeiten, mit Videos und Bildern deine Zielgruppe anzusprechen, deine Produkte zu präsentieren. Und das musst du auch. Ja, aufgrund dieser riesigen Nutzeranzahl ist deine Konkurrenz natürlich nicht gerade unerheblich. Und dementsprechend, und jetzt kommen wir zu dem Nachteil, dementsprechend musst du natürlich oder solltest du natürlich dafür sorgen, dass dein Content immer ansprechend ist, dass du damit immer Aufmerksamkeit erregst und dass du immer deiner Konkurrenz einen Schritt voraus bist. Das heißt, du solltest mit deinem Content immer Eyecatcher produzieren, dass deine Zielgruppe auch wirklich letztlich auf dich aufmerksam wird. Und wenn du noch weitere Fakten wissen willst über Instagram, welche vielleicht für dich und deine Unternehmung oder letztlich deine Produkte und Dienstleistungen interessant sind, dann liest dir auf jeden Fall den Blogbeitrag durch, den ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe. Jetzt kommen wir zu dem größten Nachteil bei Instagram, und das ist letztlich die Arbeit mit den Links. Naja, wenn du es bei Facebook oder wie du es bei Facebook kennst, wie du es bei Twitter kennst, du kannst in keinen deiner Postings kannst du klickbare Links unterbringen. Ja, du kannst die Links letztlich in den Post mit einbringen, sie sind aber nicht klickbar und somit ist der Nutzer letztlich gezwungen, den Link zu kopieren
und dann natürlich dementsprechend in den Browser einzufügen, um dann natürlich die Seite zu besuchen. Jetzt gibt es natürlich die klickfaulen Menschen da draußen und das machen natürlich dann nachher die wenigsten. Das ist natürlich ein Nachteil, ein sehr, sehr großer Nachteil für dein Marketing, was das Netzwerk letztlich auch ein Stück weit einschränkt. Ja, du kannst in deiner Stories kannst du klickbare Links unterbringen. Du kannst in deiner Bio kannst du Links letztlich unterbringen. Oder zumindest einen Link. Das macht aber in dem Fall nur dann Sinn, wenn du eine statische Seite hast. Wir nehmen also an, du hast einen Shop und du schickst deine Leute direkt auf die Startseite oder auf eine Produktübersichtsseite und die willst du einfach nicht ändern. Dann macht es natürlich Sinn, und dann ist es natürlich trotzdem nützlich. Wenn du jetzt aber mit Beiträgen arbeitest, also mit Blogbeiträgen oder du machst regelmäßig YouTube, dann müsstest du jedes Mal deine Community darauf hinweisen, hey, ich habe ein neues Video gemacht, Link ist in der Bio. In der Story, wie gesagt, ist es ein Stück weit unerheblich, weil da kannst du den Link direkt mit einbringen. Aber du musst halt jedes Mal in deiner Bio den Link anpassen. Ja, das ist natürlich ein bisschen, ja, kann mitunter ein bisschen mühselig sein, kann mitunter natürlich auch ein Stück weit Zeit kosten. Das ist, wie gesagt, der größte Nachteil, dass du auf Instagram nicht wirklich mit klickbaren Links arbeiten kannst. Somit macht es das Ganze natürlich ein bisschen schwerer, deine Seiten oder deine Produkte letztlich zu verlinken. Ich will das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen. Instagram ist auf jeden Fall eines der populärsten Netzwerke derzeit im Social-Media-Bereich. Du machst einen ganz, ganz großen Fehler, wenn du sagst, hey, für meinen Weg ist Instagram nicht geeignet. Natürlich, klar, dem ist vorausgesetzt, dass deine Produkte oder deine Dienstleistungen, die du letztlich anbietest, natürlich auch in dem unteren Segment oder im, ja, im unteren Segment der Altersgruppen angesiedelt ist, dann solltest du Instagram auf jeden Fall nutzen. Wichtig ist hier, du solltest dein Marketing dementsprechend anpassen. Das heißt zum einen natürlich die Zielgruppenansprache, zum anderen natürlich das Marketing an sich. Das heißt, hier geht es hauptsächlich um Bilder und um Videos. Da kannst du enorm kreativ werden. Versuche immer Eyecatcher zu produzieren, denn die sind letztlich wichtig, um deine Zielgruppe natürlich erstmal gezielt anzusprechen, zum anderen aber auch dazu beizutragen, dass du halt die Aufmerksamkeit bekommst, die du letztlich brauchst, ja, um deine Produkte und Dienstleistungen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Einer der großen Nachteile, und den darf man nicht außer Acht lassen, ist natürlich die Tatsache, dass du auf LinkedIn nicht mit klickbaren Links arbeiten kannst, zumindest nicht in den Postings. Das kannst du nur in deiner Bio machen. Und das ist natürlich, das schränkt dich natürlich ein Stück weit ein im Marketing. Wenn du noch mehr Fakten wissen willst, wenn dir noch die eine oder andere Zahl fehlt, schau dir unten den Blogbeitrag an, den ich dir in der Beschreibung verlinkt habe. Und ja, wenn du Fragen hast, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar und lass uns miteinander sprechen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Wenn du mehr von mir wissen willst, folgende Videos nicht verpassen willst, dann abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag lesen, ganz, ganz viel Spaß beim Wissen aneignen. Und denk immer dran, angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, ich bin raus. Sei gegrüßt, der Markus. Das war mein Video. Instagram, ein Netzwerk für deinen Erfolg.